Was der DAX nimmt, das hätte ich auch gerne. Es scheint sich dabei um eine Droge zu handeln, die zu extremen Realitätsverzerrungen zu führen scheint. Man wundert sich wirklich, der DAX scheint sich mehr und mehr von den US-Märkten entkoppelt zu haben. Früher war es so, da hat der S&P Future einen Viertelpunkt sich bewegt, dann hat der DAX sich einen Punkt bewegt, einen nach oben oder halt eben nach unten. Inzwischen ist es so, die Amis gehen gerne mal vormittags im Future mit nach oben, getrieben von den europäischen Aktienmärkten, vor allem vom DAX. Dann sehen wir im Handelsverlauf an der Wall Street geht es dann oft wieder runter in den letzten Tagen, aber der DAX, der kümmert sich nicht drum, der bleibt oben und sobald dann eine Erholung an der Wall Street ist, dann geht es wieder weiter nach oben. Und das vor dem Hintergrund einer deutschen Wirtschaft, die wirklich ganz, ganz schwach auf der Brust ist und eine Regierung, die diese Schwäche noch verstärkt, die letztendlich dafür sorgt, dass das Kapital ins Ausland abwandert, dass deutsche Firmen nur noch im Ausland investieren. Und es ist natürlich so, dass 70% der Umsätze von DAX-Konzernen sind im Ausland, gar keine Frage. Nur China steht da jetzt auch nicht so super da. Okay, die USA besser, aber Europa ist jetzt auch nicht gerade das ökonomische Paradies. Und so muss man mal abwarten, wie die Zahlen der DAX-Unternehmen ausfallen werden. Offenkundig sind es US-Investoren, die sich hier einkaufen, auch ein Stück weit, weil sie sagen, naja, die US-Märkte sind schon sehr, sehr teuer, vor allem die Tech-Werte. Deswegen kaufen wir mal ein bisschen in Europa ein. Und wir sehen heute an der Wall Street auch eine gewisse Rotation raus aus Big Tech, etwa Nvidia, rein in Nebenwerte, US-Nebenwerte, die ja weit entfernt sind von ihren Allzeithochs. Das scheint derzeit das Spiel zu sein. Aber das, was Sven Henrik hier sagt, da kommt ein Trader in eine Bar und der Barkeeper sagt, na, was kann ich dir geben? Und der Trader sagt, naja, ich nehme das, was der DAX genommen hat. Und wir sehen hier diese Bewegung, wie gesagt, das ist wie an der Schnur gezogen, das ist fast schon, wie soll man sagen, das erinnert an chinesische Planwirtschaft. Das geht sowieso auf Schienen, hat man das Gefühl, wenn man die ganze Geschichte beobachtet. Und das, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass die deutsche Wirtschaft im Grunde seit Corona stagniert. Wir sind mit die einzige große Volkswirtschaft, die nicht gewachsen ist im Vergleich zu dem Vor-Corona-Zustand. Heute haben sich die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute zusammengeschlossen und mal die Prognose für 2024 auf nur noch 0,1% Wachstum gesenkt. Vorher waren es noch 1,3%. Also daran kann es jetzt nun wirklich nicht liegen und wir sehen auf der einen Seite eben diese Politik der Bundesregierung, die unbedingt CO2-frei werden will, koste es, was es wolle, ob das jetzt dem Klima was bringt, steht auf dem anderen Blatt, das bringt ihm nichts, weil die anderen dafür mehr letztendlich CO2 in die Luft blasen, was wir einsparen, aber es ist halt der Traum einer, wie soll man sagen, eines deutschen Wesens, an dem die Welt genesen soll. Nur hier jetzt eben das grüne deutsche Wesen, aber das bringt dann eben erstens unsere Autoindustrie unter Druck, indem man ihnen praktisch gesagt hat, Verbrenner sind ja igittigitt, also die deutsche Stärke, Verbrennerautos zu bauen, die hat man sich ins eigene Knie geschossen und stellt jetzt fest, wie die Unternehmensberatung, eine Unternehmensberatung heute errechnet hat, dass die Einbußen bis 2030 auf fast 50 Milliarden Euro sich betragen werden durch Elektroautos. Es gibt einfach weniger Steuern, dumm gelaufen, also müssen wir gucken, wo wir das Geld dann herbekommen. Das geht dann wahrscheinlich wieder über Steueranhebungen. Und insgesamt sehen wir nicht nur der DAX, auch der Eurostoxx etwa, Eurostoxx 50, die 50 großen Unternehmen, da haben wir ja das Hoch überwunden aus dem Jahr. Wann war es? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir da ausgebrochen, wie David Cox hier zeigt. Und wie gesagt, ich denke, dass da vor allem US-Geld dahinter steht. Und natürlich, die europäischen Unternehmen, hier mal am Beispiel des britischen Arbeitsmarkts, sind deutlich günstiger. So ist etwa das Forward Price to Earnings Ratio für britische Aktien, die ja auch global tätig sind, die ja keine kleinen Unternehmen sind, ist 47% niedriger als das der US-Märkte. Und da sind wir praktisch auf Allzeittief. Das heißt, die US-Märkte sind so teuer, dass man sich sagt, naja, die anderen sind zwar jetzt auch nicht mehr billig, aber besser als in die überteuerten Märkte reinzukaufen. Und das noch in einer Situation, wo wir jetzt mit der EZB
eine plansozialistische Klimabehörde bekommen unter Führung von Mr. Frank Elderson, ein Holländer, der ja gesagt hat, wenn du nicht grün bist, dann bist du bei der EZB unerwünscht. Die macht also Klimapolitik, die bestraft Banken dafür, wenn sie an fossile oder Unternehmen Kredite vergibt, die in irgendeiner Form mit fossilen, pardon, alte Kriegsverletzung noch, die also irgendeiner Form mit fossilen Energieträgern zu tun haben. Zum Beispiel, die EZB akzeptiert nur noch Vermögenswerte, die den einschlägigen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechen. Also man selektiert hier und will von Luft und Liebe leben, also von Wind und Solar, aber ohne Fossile wird es nicht gehen. Die gesamte andere Welt geht einen anderen Weg, die macht einen intelligenten Mix. Wir versuchen uns hier komplett auf wenige Energieträger zu fokussieren, die leider nicht eben dauerhaft und ständig uns die Energie liefern. Gleichzeitig wollen wir alles elektrifizieren, sodass der Strombedarf massiv steigt. Jetzt will man auch dann bald Kohlekraftwerke abschalten. Super. Erst Atomkraftwerke, schaltet nur Energie ab, gell? Ist ja überhaupt kein Problem. Also man muss sich wirklich an den Kopf fassen, was da los ist, finde ich. Es ist so absolut irre. Und dann noch durch eine Institution, die komplett an ihrem Mandat vorbei agiert, nämlich Preisstabilität. Und die EZB selber hat jetzt offenkundig Prognosen vorgelegt für das Lohnwachstum 2024 und stellt fest, ups, die Lohnabschlüsse sind wohl höher, als man gedacht hat. Und das widerspricht aber eigentlich dem, wie Jörg Krämer hier zeigt, was Lagarde kürzlich gesagt hat, nämlich, dass der Lohnauftrieb nachgelassen habe. Wir sehen ja hier jetzt Gewerkschaften oder GDL-Einigung mit der Deutschen Bahn. Wir sehen es an allen Fronten, dass die Löhne deutlich steigen. Jetzt wird auch Gas ab April in Deutschland teurer, weil eben hier die gesenkte Mehrwertsteuer ausläuft. Und das wird sich dann auch inflationär hier bemerkbar machen. Aber Europa total sexy offenkundig, warum auch immer. Ich verstehe es nicht so ganz, wenn man sieht, was hier los ist. Aber wir sehen dieses Muster hier immer wieder. Der S&P 500, der steigt im Vormittagshandel, im europäischen Vormittagshandel, werden die Futures nach oben gezogen und dann geht es vor allem am Handelsende der Wall Street, so war es die letzten drei Handelstage, ging es dann nach unten. Was ist da los? Es ist vielleicht ein Faktor, den ich gleich nochmal zeigen werde. Heute sehen wir moderate Gewinne, war auch schon höher. Wir sehen vor allem die Small Caps mit 1,4% deutlich im Plus und Nvidia ist im Minus. Ja, was ist denn da los? Ja, das kann doch nicht sein. Nvidia, das ist doch permanentes Wachstum, weil alle KI und so weiter, sie wissen ja, wie es ist. KI, KI. Nein, also da muss doch Nvidia steigen. Aber es ist jetzt ein bisschen eine Reversion to the Mean, wie die Amerikaner sagen. Also wir sehen, dass der Equal-Weighted S&P 500, also der gleichgewichtete Index, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, aufgeholt hat in Relation zum marktgewichteten Index S&P 500. Der war ja fast 20% hinterher seit dem Jahresbeginn oder jetzt in letzter Zeit. Und das scheint sich jetzt ein bisschen zu ändern. Wir sehen also eine Rotation in gewisser Weise an der Wall Street. Und wer hat es gesagt? Der Tom Lee, Geld, der Dauerbulle, hat gesagt, also 2024, da gibt es 50% Upside für diese Small Caps, weil die ja so toll sind, die Valuations seien far more attractive, also viel attraktiver. Das Problem ist nur, dass 40% der Unternehmen, die in diesem Russell 2000 sind, Geld verlieren. Die machen also kein Geld, das sind faktisch Zombie-Unternehmen. Aber sei es drum, gell, jetzt treiben wir halt die nächste Sau durchs Dorf und das ist dann besonders effektiv, weil eben die Russell 2000 Aktien in US-Portfolios wenig enthalten sind in aktiven Portfolios, wie wir hier sehen. Also ist da Spielraum, jetzt eben die nächste Sau durchs Dorf zu treiben und was ich vorhin meinte mit diesen latenten Kursschwäche, die wir zuletzt gesehen haben. Zum Handelsende hatte ich schon thematisiert. Das könnten vor allem auch Pensionskassen sein, die ihre zu hohe Aktiengewichtung dann zugunsten von Anleihen möglicherweise ein bisschen gerade ziehen müssen, jetzt zum Quartalsende. Insgesamt Momentum-Aktien haben den S&P 500 so stark outperformed wie seit 2008 nicht mehr, also kurz vor der Finanzkrise. Investors should be concerned, sagt hier Market Watch. Aber nein, meine Damen und Herren,
Das ist überhaupt kein Grund zur Sorge, gell? Dass da so Dreckswerte wie GameStop dann 2 Tage nach oben geprügelt wurde, dann bringen sie ihre desaströsen Zahlen, dann wird alles wieder ausradiert. Jetzt haben wir diese Trump-Geschichte, diese Trump-Aktie, die massiv steigt, obwohl das Unternehmen praktisch keinen Umsatz macht. Also all das sind natürlich keine Zeichen von irgendwie exzessiver, wie soll man sagen, exzessivem Verhalten an den Finanzmärkten. Und der Jerome Powell, der hat ja selber gesagt, also passt es auf, ja, gefragt nach, wie schaut es denn aus mit den Finanzkonditionen, da hat er gesagt, na, kommt ja darauf an, welchen Chart man sich anschauen würde. Jetzt schauen wir uns mal den Chart von der Fed selber an. Und obst, da ist doch offenkundig eine Lockerung der Finanzkonditionen der Fall. Also er versucht sozusagen die Dinge hier schön zu reden und wird damit Inflation letztendlich schüren. Das fürchtet auch vielleicht die gute Janet Yellen, die denkt aber, das kommt jetzt aus China, gell? Weil die Chinesen jetzt ihre Produktion versuchen wieder anzuschubsen. Gleichzeitig hat man jetzt offenkundig die Alliierten aufgefordert, weniger Chips nach China zu liefern, also das geht alles munter weiter. Und jetzt haben wir ja diese Baltimore-Geschichte, diese Brücke, und da ist eben die Frage, wird das irgendwie Lieferketten beeinflussen? Wird das möglicherweise auch ein inflationärer Faktor sein? Viele sagen nein, andere sagen ja. Dürfen wir gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Wir haben ein Rotes Meer, wir haben zu wenig Wasser, Panama-Kanal und so weiter. Das ist schon irgendwie eine ganze Summe, die jetzt da zusammenzukommen scheint. Heute auch für Bitcoin. Ja, zunächst mal gestiegen, dann unter Druck gekommen, weil die SEC weiter gegen Coinbase ermittelt. Und wir sehen, da war man zunächst mal jetzt nicht begeistert. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal hier EZB zuständig für Klimaschutz. Wenn Sie denken, das ist eigentlich irgendwie nicht gut, was da passiert, dann würde ich Sie bitten, diesen Artikel zu teilen über die Social Media Button. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie da oben diese Button. Das würde mich sehr freuen. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, Wirtschaftswunder aller USA, das können die natürlich machen. Wer praktisch eine so exzessive Verschuldung macht, der kriegt dann auch Wirtschaftswachstum. Die Frage ist nur, auf welche Kosten. Die Kosten werden nämlich zukünftige Generationen tragen müssen, aber das kümmert uns doch heute. Wir kümmern uns doch nicht, wir leben doch im Hier und Jetzt, gell? Sollen doch die anderen dann einmal später bezahlen, gell? Das ist überhaupt kein Problem. Also diese beiden Artikel, jetzt sage ich Servus, ciao.